Hallihallo bei Freileben mit Pascal und Dean. Was machen wir denn heute? Die einen oder anderen, die haben es gesehen. Ich bin ja mit dem Danny immer wieder an der Bar am Bauen. Ha, deshalb sind wir auch hier. Bei der Palme. Ich will ja schon länger die Palmenblätter als Dach, als Sonnendach haben. Sieht natürlich schnucki aus und die Ressourcen gibt es natürlich hier fast vor der Hütte. Also der Weg ist trotzdem anstrengend. Wie immer zeige ich euch die schönen Ausschnitte davon. Aber er ist halt schon steil, ne? Und schon anstrengend. Also man muss es schon wollen, an den schönen Platz im Videos hinten dran habe ich es mal gezeigt. Da gibt es so einen schönen Platz, alles Klee mit zwei Palmen, Aussicht aufs Meer. Also wunderschön, wunderschön. Kann man wirklich nicht motzen. Heute checken wir die Palme ab, machen wir das Dach, nehme ich euch mal mit. Dann würde ich sagen, viel Spaß, dann gehen wir mal gucken. Jetzt war ich schon ganz verblüfft. Weil ich habe mich schon darauf eingestellt, die letzte Palme, wo ich gefunden hatte, die hatte echt handgroße Stacheln dran, also richtig übel. Da habe ich schon gedacht, das wird pieksig, also die können echt tief eindringen, sind messerscharf. Diese Palme hier nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen verwundert. Ich zeige euch das jetzt gleich in der Nahaufnahme. Das hat mich schon extrem verwundert. Das wusste ich nicht. Schon wieder was Neues gelernt. Wir haben hier mehrere Arten von Palmen. Die sind stachellos. Also macht es natürlich einfacher zum Tragen. Ne? Das ist natürlich cool. Dann zeige ich euch das direkt mal. So, das ist jetzt ein Teil von der Palme. Und normal hat es dazwischen die Riesenstacheln gehabt. Habe jetzt schon an der grünen Pflanze geguckt, die hat auch keiner. Also tatsächlich, diese Palmart, muss ich noch rausfinden, produziert keine Stacheln. Ist natürlich super. Von diesen Palmwedeln, brauchen wir doch ein paar Stück, damit wir dieses Blätterdach fertig kriegen. Ja, dann gucke ich mal, wie viel ich hier auftreiben kann. Da seht ihr es, es hat Verwelkte und die Grünen, also die Verwelkten, die kann man locker absägen. Es hat hier am Boden auch noch genug, da werde ich mir die besten Stücke raussuchen. Und dann werden wir wie Robinson Crusoe hier mit dem Palmwedel runterlaufen. Ja, dann fangen wir mal an. Also das sind diese krassen Stacheln. Ihr seht das. Das ist schon, das tut weh. Die sind messerscharf. Also passt auf. Die können echt überall pieksen und dann sind die drin. Die sind verholzt. Also die sind auch recht steif, wenn sie spitz. Klar, so brechen sie ab. Im Grünzustand sind sie noch fieser, weil dann brechen sie nicht mal. Also hier der ist schon flexibler. Aber passt auf, das sind echt kleine Waffen. Das sind diese Pieksdinger, habe ich mir nämlich schon eins reingehauen. Ja, so habe ich den gefunden. Ne? So, jetzt habe ich hier so ein Palmknäuel. Das binden wir jetzt zusammen. Und dann werde ich das wie so ein Esel, Packesel auf die Schulter nehmen und runterbringen. Das ist der Plan. So, checken wir es ab. Jetzt sind wir hier am Palmwedel schleppen.
sind hier an einer kniffligen Stelle. Ja, ihr seht das vielleicht. Der Dean geht schon mal vor. Sogar der hat mir. Tja, werde ich das auch mal probieren. Da muss man halt schon ein bisschen halt wie so eine Bergziege klettern können. Ja, das ist hier schon manchmal vonnöten. Ja. Ja, hätte sich das gedacht, einmal im Leben beim Wedel tragen im Barranco Azuar, das ist schon lustig. Ja, da kommen echt die Kindheitsträume wieder an. Entschuldigung, das Gewackel. Ich muss hier einiges machen. Palmwedel tragen, gucken, dass irgendwie ihr ein Bild habt. Dann noch auf dem Weg aufpassen. Bemerkt das? Es grünt sowas von. Es blüht. Also der Winter hier ist natürlich einiges angenehmer. Der blüht richtig. Und das macht Freude, weil ich kenne das natürlich von der Schweiz. Ab jetzt ist grau, kalt. Und das macht meinen Kopf natürlich, begrünt das meinen Kopf und regt an zum genau so Sachen machen. Palmwedel-Projekt. Ja, nicht ganz einfach. Oh, die ganzen Schmetterlinge hier. Also da habe ich natürlich schon ein paar eingefangen. Werden wir die nächsten paar Videos irgendwann sehen. Habe ich ein extra Video, bin ich am Vorbereiten. Aber das dauert, weil die Schmetterlinge, die wollen halt nicht immer so, wie ich will. Ne? Ja, werde ich mich mal konzentrieren auf den Weg hier runter. Da würde ich sagen, sehen wir uns unten in der Bar. Jetzt sind wir hier unten in der Bar. Seht schon, die Balken, die sind alle so verbunden. Jetzt müssen wir nur noch diesen Balken hier in die Erde graben. Dann kann ich den Balken setzen und dann ist das Gerüst fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Palmwedel, weil um die Uhrzeit schwindet der Schatten jetzt langsam weg. Und dann ja, wird das hier alles wie hier total Sonne. Deshalb einbuddeln, Palmwedel habe ich geholt. Machen wir sie drauf. Habe ich die Palmen ein bisschen da dran gemacht und das ist genau der Stand, wo wir Schatten brauchen. Jetzt ist da doch alles voller Schatten. Ha, würde ich mal sagen, Mission
halb abgeschlossen. Jetzt das Palmdach noch ein bisschen fertig machen. Aber wir haben schon mal das Ziel erreicht. Alle Sitze hier, die Steinsitze, das ist ja so, unsere Feuerschale. Da sitzen wir am Abend so einmal in der Woche ein bisschen was futtern, ein bisschen was trinken zusammen. Und dann, ja, Steintisch, Schale. Und jetzt haben wir auch Schatten. Das hat hier an diesem Platz gefehlt. Da sind wir auch schon ein Stück weiter jetzt mit dem Palmdach. Da werden wir jetzt die Tage immer mehr machen. Und dann, bis es dann komplett geschlossen ist, da machen wir die Hütte auch noch winterfertig, damit hier die Gäste sich auch aufwärmen können und ein Feuerchen machen können und damit sich die Wärme auch hält. Das ist so der Sinn und Zweck von dem Aufenthaltsräumchen Bar, ja, Flintstone Bar. Da muss noch Zement rein und ein paar kleine Steinchen, dann ist die eigentlich auch fertig. Oh. Würde ich mal sagen, mache ich jetzt Pause. Ich bedanke mich für euer Interesse und dann bis zum nächsten Mal.